So Leute, willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Help Wanted. Wir machen heute nochmal Nacht 4. Und ich hoffe, das läuft jetzt ein bisschen besser als beim letzten Mal. Ich bin müde, das heißt, ich bin schreckhaft, also freut euch. Es ist dunkel wie Sau. Ich habe meinen Rollladen nicht runtergemacht, da muss ich korrigieren, so. Den habe ich vergessen. So, hört ihr jetzt vielleicht im Hintergrund runter. Warum laggt das? Das ist aber gerade. Okay, Moment. Das laggt mir zu sehr. Es tut mir sorry, dass ich das jetzt machen muss. Hier live on cam. Vor allen Dingen live in-game. Okay. Keep an eye on things and I'll keep you posted. Just as a side note though, try to avoid eye contact with any of the animatronics inside if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems, we're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, it'll all pass. Good night. Okay, Foxy ist glaub weg. Ja. Jetzt muss ich nur Freddy hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Oh Gott. Oh nein, Mangle ist schon da. Okay. Den haben wir. Oh, Freddy, jetzt mach halt. Nein, ich hab mich verdrückt. Okay, das war wohl falsch. Ach, es ist nur Foxy, okay. Okay, schnell zurückspulen. Wir haben schon 3 Uhr morgens. Oh fuck. Könnt ihr euch alle mal verpissen? Ginge das? Wäre das im Rahmen des Möglichen? Das ist nur Foxy, okay. Okay, ich würde sagen, Kurbel hier ungefähr so. So. Oh Gott. Jetzt kommen sie alle.
Wenn's alle kontrollieren. Das sieht gut aus, wir haben schon 5 Uhr morgens. Manchmal muss man einfach aggressiv rumblinken. Oh, wir haben's. Leute. Ach, diese Anspannung. Tut mir leid, wenn ich bei dem Projekt halt auch wenig sage. Einfach weil... Sorry. Es ist erschreckend. Ach. Mein armes Herz. Hä? Was? Was? Hat es jetzt nicht gezählt? Muss ich den Scheiß jetzt nochmal... Ich muss den Scheiß nochmal machen, Leute. Oh, das, ich schwitze. Das hat mich gerade richtig kalt erwischt. Ja, ja. Ihr könnt überhaupt nichts dafür. Kann ich den auch wegblinken? Ja, ja, die... Hello. Die sind bei Erwachsenen ganz, ganz böse. Habe ich auch schon gemerkt. Ich glaube, damit ich Freddy da wegkriege, muss er eine Weile im Dunkeln gewesen sein. Weil ich muss eine Weile hier drin bleiben. Okay, jetzt schnell. Ich habe Schritte gehört. Schritte sind immer so ein eindeutiges Zeichen, jetzt musst du irgendwas machen. Jetzt will das Spiel gerade was von dir. Oh Gott. Geh weg. Weißt du noch, im Originalspiel, wenn man die Maske zu schnell weggelegt hat, ist man auch draufgegangen. Gehörte nämlich mit zu den Sachen, auf die man aufpassen musste. Okay, Freddy ist wieder on the move. Okay, ich kann wohl immer nur zwei Lichter gleichzeitig anhaben. Moment. War nur Foxy. Irgendwas bewegt sich. Ich hab's genau gehört.
Muss kurz wieder aufkurbeln. Oh Gott. Nein, nicht absetzen! Ah, Mann. Ah, da habe ich zu schnell agiert. Geh mal kurz ins Menü zurück. Ah, Schweißhände. Aber ich verstehe es nicht. Ich hatte Nacht 4 abgeschlossen. Ich finde es doof, dass man nicht sehen kann, ob man die Nacht jetzt... Moment, doch, kann man. So, haben wir hier eine Nacht 5? Wir haben die Nacht 5 frei. Okay. Das bedeutet, Nacht 4 hatte als geschafft gezählt. Ich mag das Lied immer noch. Aber wartet mal. Mir ist aufgefallen, in den Videos ist es wirklich ein bisschen... In den Videos ist es wirklich ein bisschen arg hell. Wir gehen jetzt mal zurück, so. Und dann gehen wir jetzt mal zum Titelbildschirm zurück. Bist du dir sicher? Ja. Das hat ja ein Autosave. Von daher ist das ja alles kein Problem. Blinkende Lichter, lautes alles und... Also spätestens dieses Baby-Minispiel, das... Also ich glaube, von allen Spielen, also allen Minispielen, die es hier gibt, möchte bitte visuell Helligkeit, die möchte ich doch noch ein bisschen runterdrehen. So, weil ich weiß, mein Bildschirm ist relativ hell, relativ dunkel meine ich, nicht relativ hell. Und dementsprechend mache ich es für euch jetzt ein bisschen dunkler. Das dürfte für mich dann viel, viel schlimmer werden. Ja, das sieht eigentlich unverändert aus, finde ich fast. Vielleicht ein bisschen dunkler ist es jetzt. Ich weiß halt immer noch nicht, ehrlich gesagt, wie ich die Tapes abspielen kann, die ich gefunden habe. Aber vielleicht kommen wir da noch hin. Ich möchte jetzt aber kurz mal hier in die Horrorwelt. Da hinten blinkt irgendwas. Seht ihr das? Muss ich da vielleicht hin? Wartet mal. Kann ich da rumgucken? Nee. Offenbar kann ich das nicht. Hier kann ich irgendwas andrücken? Ach, das ist die Münze, die ich schon habe. Oh, da hinten war ein Tape. Okay. Das ist nur hier in der Dark World so, oder? Um mal in The Legend of Zelda Terms zu reden. So, wir reparieren jetzt einfach Bonnie. Da habe ich beim letzten Mal Mist gebaut. So, ja. Wir wissen, wie es funktioniert. Welcome back to Parts and Service. Great job. Deposit the left, well done. Now, deposit the right eye in good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. Erst mein rechts, dann... You now have access to Bonnie's harmonization. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the press the blinking button again to verify your work. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Well done. That concludes your parts and services task. See you next time. Sorry, dass ich das jetzt so ein bisschen gerusht habe, aber es war halt genau das gleiche, was wir schon mal hatten. Ich habe so ein bisschen Angst, das zu machen. Oh. Das sind nur gemixte Nüsse. Ja. Now I will tell you a story Achievement bekommen. Hä? Warum? Kann ich jetzt etwa die Tapes abspielen? Naja, irgendwie nicht. Ich habe hier auch nicht mehr als das, was ich davor hatte. Sehr merkwürdig. So Leute, ich würde aber sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, da würde ich mich nämlich unheimlich drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann... Ich würde sagen, die Nightmare-Sachen heben wir uns für den Schluss auf. Dann zu Five Nights at Freddy's 3. Dann in der Light World.
beim nächsten Mal. Bis dann, euer Wolf.